Frauen am Ball, so das Motto eines gemeinsamen Fußballabends von Prominenten im Rahmen der DLD Women Konferenz in München. Dass die Frauen-WM und der Kongress rund um das moderne Bild der Frau zeitgleich stattfinden, reiner Zufall, aber eine Steilvorlage. Bunte Chefin Patricia Riekel diskutierte mit Siemens-Vorstand Peter Löscher, Bayern-Manager Uli Hoeneß und Schauspielerin Maria Furtwängler-Burda darüber, ob Frauen heute auf und außerhalb des Fußballplatzes ausreichend am Ball sind. Einer, der für Klartext bekannt ist, ist Bayern-Manager Uli Hoeneß. Mit ihm sprach Focus Online am Rande des Events. Er sieht die gegenwärtige Euphorie rund um den Frauenfußball in Deutschland zwar positiv, zweifelt aber an nachhaltigen Effekten. Natürlich, ich finde es wahnsinnig schön, dass sehr viele Mädchen und viele Frauen jetzt Sport, Fußball machen und teilweise sehr gut spielen. Aber das alles Entscheidende, wenn man das irgendwann kommerziell machen will, ist natürlich die Frage, nimmt es der Zuschauer an? Die Wahrheit wird nach der Weltmeisterschaft kommen, wenn die normalen Bundesliga-Spiele wieder losgehen. Und ich wünsche dem Damenfußball, dass dieser Hype, der jetzt nun mal wirklich da ist, dass er sich auch, sagen wir mal, nach der WM fortsetzt. Denn die Praxis sieht leider etwas anders aus. Wir haben ja selbst einmal eine Bundesliga-Mannschaft und die Zuschauerzahlen entsprechen nicht dem, was wir jetzt im Moment erleben. Der FC Bayern spielt mit einer Mannschaft in der Frauenfußball-Bundesliga. Diese aber stellt ganz ungewohnt nur einen verschwindend geringen Anteil am weiblichen Nationalmannschaftskader. Doch das ist kein Umstand, der den Bayern-Manager momentan um den Schlaf bringen könnte. Wir machen im Leben immer nur das, was der Zuschauer will. Und solange der Zuschauer nicht kommt, werden wir das nicht besonders fördern. Im Moment kommen 200 Leute pro Spiel. Und damit kann man keine Bundesliga unterstützen. Viele Firmen fördern durch spezielle Programme die sogenannte Diversity, da Frauen vor allem in Top-Positionen nicht repräsentiert sind. Siemens-Vorstandschef Peter Löscher kann gleich auf 2 weibliche Vorstände verweisen. 2 von 10. Wie sieht die Mischung beim FC Bayern aus? Bei uns in der Verwaltung, im Management haben wir wahnsinnig viele Frauen. Ich glaube, einen Frauenüberschuss und ich habe überhaupt kein Problem damit. Am Ende entscheidet nur die Qualität. Wer gut ist, wird sich durchsetzen, egal ob er ein Mann oder eine Frau ist. Allerdings, der insgesamt 12-köpfige Vorstand und Aufsichtsrat besteht zu 100% aus Männern. Die kickenden Frauen gewannen am Ende mit einem glanzlosen 1:0 gegen Nigeria. Doch die gegenwärtige Euphorie hält wohl weiter an, solange Deutschland im Rennen um die Weltmeisterschaft ist. Sollte die WM zum Sommermärchen werden, dann stehen die Chancen aber wohl gut, dass auch die Frauen-Bundesliga davon profitieren kann.